Und mit den Sternen das gleiche auch nochmal. Ja, und klick. Schon ist das Teil draußen. Dann verwenden wir das einfach mal. Das ist eigentlich recht extrem einfach. So. Und wir bekommen eine geile Waffe. Die Magnum. Extrem geil. In meinem ersten LP habe ich die nämlich vergessen. Und die habe ich ja dann später nachgeholt. Da war nämlich auch ein Gast dabei. So, wir laufen hier einfach mal daran vorbei. Ich kann es ja auch mal präsentieren, wenn ich hier einfach renne. Da müssten die Rahmen uns angreifen. Wer ist da? Ich glaube, das war das Ungeheuer, was gemeint wurde von Barry. Hört nur das Wind, nur den Wind. Ich habe immer das Gefühl, ich verlaufe mich hier. Nee, ich will da lang. Aber ich bin jetzt richtig. Hier gibt's nur Kräuter, ne? Genau. Dann gehen wir mal hinein. Denn ich habe keine Angst vor dieses Ungeheuer. Ich habe eine Magnum. Obwohl Barry auch eine Magnum hat. Lagerfeuer. Aber hier ist eine Karte von Innenhof. Nehmen wir mit. Hier sind wir jetzt gerade. Hier gibt es auch ein Objekt und Kasten. Aber wir müssen gleich den anderen Weg gehen. Sie haben die Karte von Imhof. So, hier gibt es glaube ich wieder ein Familienfoto. Man erkennt kaum was, finde ich. Ein Tagebuch hinterlassen. Naja, gut. Gibt es hier keine Farbbänder? Okay. Auch interessant. Hier gibt es keine Farbbänder. So. Die Kurbel beziehungsweise die Winde brauchen wir. So, hoch mit dir, Jill. Zwei Farbbänder haben wir noch, aber ich werde mir auch mal auf Screen mir mal die anderen Farbbänder mal holen, die im Haus noch sind. Hallo? Ist da jemand? Mein Name ist Jill Valentine. Und noch mal eben kurz ihre Schreibmaschine. So, ziehen wir auf, was speichern wir? Hüte. Ich komme gleich raus. Bitte erschrecken Sie sich nicht. So, dann legen wir die Waffe auch mal ab. Dann alles andere weitere brauchen wir erstmal nicht. Ja, dann gehen wir mal begrüßen. Oder sie begrüßt uns. Mit einer Hake. Hi! Ich weiß gar nicht, kann man die überhaupt jetzt verletzen? Aber ich will ihre Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ich gehe mal wieder. Adios!
wer auch immer sie sind. Sie sehen echt gruselig aus. Ich meine, jetzt steht auch, glaube ich, hier der Zombie, oder? Ja. Nein, runter. Runter, runter. Ich verlaufe mich jedes Mal hier. Du kotzt mich. Der kotzt mich einfach an. Ich glaube es. Geh sterben. Ich weiß gar nicht. Ist er tot? Nein, er lebt noch. Beziehungsweise, er steht wieder auf. Ich glaube, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Weg, oder? Ja. Hat er mich zweimal angekotzt oder mit Säure oder was auch immer? Ach nö, man kann hier durchrennen. Ach so, gut. Ich wollte es jetzt mal einmal ausprobieren. Ich glaube, wenn man die anschießt, dann kommt er erst auf einen zu. Irgendwas war das. Aber ich habe keinen Grund, sie anzuschießen. Jetzt haben wir die Karte, jetzt haben wir die Kurbel. Und dann, das war's eigentlich schon, was wir in dem Haus brauchten. Wir haben zwar was auf dem Deckel bekommen gerade. Aber nun gut, das passiert mal. Sie war nicht, sie war wohl, nicht auf, Gäste eingeplant. Aber hier liegt was, sehe ich gerade. Oh, Gewehrmunition. Na gut. Dann gehen wir hier weiter. Oh ja, es wird geil. Und eine neue Cutscene. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Ja. Scheint wohl kaputt zu sein. So. Ich nehme kurz hier mal das Kraut. Hallo? Jill, bitte, heb es auf. Denn ich möchte gerne. Das Blaue nehmen. Ja, erstmal nicht mit. So, okay. Hunde. Können wir. Hier können wir eigentlich. Ne, hier können wir noch nichts machen. Ah, verdammt. Kleine Drecksköter. So, wir laufen hier. Wow. Wow. Wie viele Hunde sind die eigentlich? Drei Stück oder so, ne? Jetzt wurde ich tatsächlich angegriffen, obwohl man das alles vermeiden könnte. Ah, super. Hätte ich mir den Kraut auch sparen können. Na gut. Aber zunächst brauchen wir jetzt erstmal hier die Winde. Ja, ist okay. Ich stehe nicht richtig. Ist ja in Ordnung. Hä? Was ist mir jetzt... Oh. Jetzt aber. Dankeschön. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Ja, das hat auch was zu bedeuten. Das müssen wir aber erst später machen. Aber erstmal müssen wir hier lang. Denn die Kurbel brauchen wir nochmal. Und hier kommen jetzt Giftschlangen runter. Ne, noch nicht dann auf den Rückweg oder so. Ich vertue mich schon mal. Jetzt geht's nach unten. Zoom. So ein UFO-Fahrstuhl. Recht interessant.
genug Kräuter. Ah, hier greifen die an, die Schweine. So, Jill, verpiss dich. Wo geht's eigentlich hier lang? Alter! Ne, hier. Hier muss ich lang. Hier greifen die mich an, wenn ich renne. Das ist ja echt scheiße. Und hier haben wir ein rotes Kraut. Und nehmen wir mal einfach mal mit. Und kombinieren das. Kombinieren. Ich würde sagen, irgendwo fallen die da auch noch runter. Die Mini-Giftschlangen. So. Und willkommen in einem neuen Gebiet wieder mal. In einem neuen Haus. Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht auch nicht. Ach ja, da gab es auch noch was. Hier gibt es wieder alles Mögliche. So, die Kiste. Muss ich. Kann man das Loch nicht zumachen? Ah ne, war doch irgendwas noch. Ich glaube, das reicht eigentlich schon aus, oder? Genau, hier war noch eine andere Kiste, die ich jetzt aber nicht sehe. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz hier in den Speicherraum. Ja. So, hier haben wir noch ein Battery Pack. Farbband. Brauchen wir mal Zeit. Kann ich wieder mal abspeichern. So, mehr Objekte kann ich nicht tragen. Hatte ich eigentlich auch nicht vor. Und Kerosin ist wieder hier. Sehr schön. So. Dann legen wir mal Gewehrmunition ab. Die Winde, die brauche ich dann später erst wieder. Und ach, ich kann ein bisschen aushalten. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Darauf habe ich wirklich keine Lust, um das Ganze nochmal zu machen. Aber sollte irgendwo Problem sein, ich kann mich immer noch heilen. Das wollte ich ablegen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Da geht's raus. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Die Tür ist verschlossen, steht 001 drauf. Aber hier können wir auch noch was machen. Das Feuerzeug brauche ich sowieso. Ah, genau. Ah, shit. Jetzt wurde ich vergessen, oder? Ja, woher wusste ich das? War klar, dass ich direkt vergiftet werde. Aber gut, dass ich die Kräuter vorne nicht genommen habe, dann. Ich werde jetzt das blaue Kraut nehmen. Denn ich bin ja schon schwerst angeschlagen und heile mich damit. Ich muss gleich nur. Damit der Nachladen hat echt nicht gepasst. Schuss sollte aber ausreichen. Das wusste ich, dass da diese Spinne kommt. So. Wie war das dann hier nochmal? Da ist auch noch ein grünes Kraut. Hier gibt es, glaube ich, auch eine Reihenfolge, wie ich die Farben
anzumachen haben. Rot, Orange, Grün. Das hat aber, glaube ich, auch was mit den Kugeln unten zu tun. Zunächst muss ich erstmal die andere Spinne killen. Die hier runterfliegen. Verliere Beine. Stirb. Dann haben wir noch so ein Arzneiteil. Und Schrotgewehr. Munition. Zwei hier. Dann haben wir ein rotes Buch. Das war's auch wieder. So, jetzt muss ich gleich auch nochmal gucken. Ich glaube, das hat auch mit den Zahlen hier, genau. 3, 5, 6. Ich glaube, das ist die 6. Ja, ja, 4, den ganzen. Zwei muss ich nach den Zahlen gehen. 3, 5, 6, also rot, orange, grün. Rot ist hinten in der Ecke, orange ist hier und grün ist da unten. Die muss ich nach der Zahlen quasi anzünden. Diese Öllampen. So, fangen wir mit Rot an. Rötlichen Licht. Was könnte das nur bedeuten? Dann muss ich Orange anzünden.